Guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt mit dem Motorroller unterwegs gewesen und natürlich hat es angefangen zu regnen, was auch sonst. Bin jetzt zu dem großen Big Buddha gefahren, den ich dann echt gefunden habe, ohne Beschilderung. Das war auch, glaube ich, mehr ein Zufall und Glück. Ja, das so zu heute. Mit Schwimmen wird nichts, weil ich brauche nur... Da ist auch, glaube ich, schon Wasser auf der Kamera. Also ich brauche halt nur wirklich aufstehen und dann werde ich auch nass dafür brüllen und nicht schwimmen gehen. Werde jetzt hier, glaube ich, noch so ein bisschen rumcruisen, weil ich eh schon nass bin. Und werde mal gucken, was ich halt noch so finde und werde die Kamera mal ein bisschen trocken machen. Also vielleicht am Schwimmen. Ich bin jetzt gerade auf einem einheimischen Markt gelandet mit ganz viel Fisch.10 baht 1. Yeah, 1. It's okay. So, ich habe mir jetzt gerade so ein Pork-Ding geholt, was man sofort essen kann. Ich probiere das jetzt mal. Es ist zwar kalt, aber in so einer richtig geilen Honigmarinade. Und ich stehe zwar direkt neben dem Müll, aber es ist ja egal. Das ist wirklich, also schmeckt wirklich gut. Das ist jetzt mein Mittagessen mit dem Hähnchenspieß zusammen. Ich werde jetzt mal in Ruhe essen. Und wieder zurück. Ich melde mich jetzt gerade von einem Lookout hier bei Lama Beach und gehe jetzt wieder den Berg runter, damit ich gleich wieder am Berg hochlaufen kann. Was ich aber gedacht hätte, was ich nie sagen würde, ich habe gerade richtig gefroren auf dem Motorroller, weil es so kalt war. Und ich, ehrlich, ich sage, es war kalt. Das sind gleich 28 Grad oder so, aber das war so frostig. Jetzt chill ich hier noch ein bisschen, gehe noch mal ein bisschen ein Stückchen weiter runter. Im Einkaufsladen, ob wir was zum Frühstück noch holen für die nächsten Tage und vielleicht noch mal eine Nudelsuppe, um mal ein bisschen günstiger zu essen. Hallo, und da bin ich wieder ein bisschen im Dunkeln irgendwie. Mit meinem Cola-Bier in einer Kaffeetasse. Muss halt ein bisschen erfinderisch werden, wenn man nichts hat zu mischen. Ja, wie gesagt, heute so ein bisschen rumgedümpelt, viel mit dem Moped unterwegs gewesen. Was halt auch sehr cool war, ja, auf dem Markt gegessen, am Strand gewesen, aber es war den ganzen Tag über so am Regnen, deswegen war das ein bisschen unspaßig. Ich lasse jetzt den Abend schön mit meinem Cola-Bier ausklingen und ja, dann sehen wir uns morgen wieder bei der Cooking Class, weil ich die ja gebucht habe und dann geht es wieder rund ums Essen. Vielleicht sollte ich den Blog einfach ums Essen machen, weil ich rede eh andauernd über das Essen und ihr seht mich andauernd essen. Vielleicht muss ich den Schwerpunkt am Ende ein bisschen verschieben oder so, mal gucken.
Also, ich wünsche euch auch einen wunderschönen Abend heute. Ich hoffe, ihr könnt ihn auch schön draußen zelebrieren, mit irgendwas Leckerem zu essen oder was zu trinken. Und dann bis morgen.